Germany's Next Topmodel. Wenn du darüber nachdenkst, was denkst du da? Ja, ich denke an Heidi, an die ganzen Models, die dann in den Villas sind, rumreisen. Und, aber auch einerseits so ein bisschen an diesen Schönheitswahn, an dieses, dem Schönheitsideal entsprechen. Ja, das Thema Schönheit, ganz wichtig für viele Menschen. Germany's Next Topmodel ist auch sehr bekannt bei vielen. Wie ist Ihre Erfahrung? Ist das auch Thema öfter bei Ihnen hier in der Schönheitspraxis dann? Ich denke schon, dass vor allem junge Mädchen sich davon beeinflussen lassen, von der Art, wie auch da mit Frauen umgegangen wird, wie dieses Schönheitsideal geprägt und verlangt wird, das beeinflusst sicherlich viele. Ich finde mit 15, 16, da war man noch so ein bisschen, ich weiß nicht, da hat man sich das halt noch eher angeguckt, weil man dann nicht so gedacht, also so hinterher gedacht hat eigentlich, was das eigentlich vermittelt, die Sendung. Wichtiges Thema, vor allem junge Zuschauerinnen sind es ja, die dann auch wahrscheinlich einfacher beeinflusst werden, oder? Sicher, und das ist auch genau die Gruppe, die sich am wenigsten Gedanken macht über Schönheitsoperationen zum Beispiel. Da ist die Vorstellung, wie so etwas abläuft und was für Folgen daraus entstehen können. Die meisten denken wahrscheinlich, das ist so ähnlich wie beim Friseur. Man kommt mal eben vorbei, lässt sich was machen und dann ist alles wunderbar. Also die wollen dann tatsächlich so aussehen wie eine bestimmte Person oder eine bestimmte Brust, bringen dann Fotos mit und sagen, ja, die hätte ich gerne. Und man kann natürlich auch nur einen Körper so verändern, wie er vom Patienten mitgebracht wird. Also man kann ja nicht beliebig irgendwas basteln. Einer wurde dann mal gesagt, sie darf dann keine Pizza mehr essen oder irgendwas. Und ich finde, das kann man bei 16-Jährigen also überhaupt nicht, weiß ich nicht. In dem Alter ist das einfach super gefährlich. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass dann vielleicht Mädchen anfangen, weniger zu essen, um schlanker zu sein. Und die landen dann vielleicht ja auch irgendwann hier, ne? Im Klinikum zumindest. Nicht naja, die landen nicht nur hier, die haben ja dann häufig auch Probleme mit Magersucht oder Bulimie. Wir haben hier ja auch schon Models gehabt, die extrem gehungert und abgemagert waren. Das gibt es sicherlich, klar. Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Und gibt sicherlich Möglichkeiten der plastischen Chirurgie, aber das ist kein Allheilmittel gegen alle Unzufriedenheit. Schlank sein und groß und alles muss passen, das stimmt nicht. Bei mir passt auch nicht alles, sonst sieht es trotzdem gut aus, finde ich. Von Spiegel treten fällt auch mal und sagen, ich sehe geil aus. Hilft das? Das hilft natürlich schon, wenn man von sich selber überzeugt ist und ein gesundes Selbstvertrauen hat. Das ist das Wichtigste, da kann man sicherlich mit einigen Unzulänglichkeiten besser zurechtkommen.